Das war die Schwierigkeit, etwas zu finden, das nicht jeder kann. Und gleich noch funktioniert. Das ist natürlich so spannend, die Skibranche. Da willst du eigentlich das Leben lang drin bleiben. Stöckli Swiss Sports AG ist nominiert für den Prix SVC Zentralschweiz. Das Traditionsunternehmen aus Malters produziert rund 70'000 Paar Ski im Jahr und exportiert die in über 40 Länder. Die Produktion des Malters ist die letzte verbliebene grosse Skimanufaktur in der Schweiz. Auch heute steckt noch viel Handarbeit in einem Stöckli Ski. Da fängt das Leben an, als ich zu Stöckli gekommen bin. Das ist etwa 1972. Seit rund 50 Jahren trägt Stöckli Ski seine Handschrift. Der Rudi Arnert entwirft und gestaltet Designs der Ski. Nach einem halben Jahrhundert in der Branche und unzähligen produzierten Ski sind ihm einzelne Exemplare speziell in Erinnerung geblieben. Von denen, die jetzt hier sind, ist das einer da. Und das ist ein Riesenrenner geworden. Weil es vom Dessert her etwas Spezielles war, mal anders. Und typisch schweizerisch, das hat zu uns passen. Und das ist noch eine gute Erinnerung, wie der geboomt hat. Der Geschmack der Kundschaft, Saison für Saison wieder zu treffen, das ist die grosse Kunst von Rudi Arnert. Früher war ich auch so ein Haudäger, alles drauf und das Modernste und das, was mir gefällt. Und dann musste ich lernen, du musst eigentlich auf die grosse Masse schauen, nicht nur auf dich. Mit dem Strom müssen zu schwimmen, bedeutet für den Designer aber nicht nur Nachteil. Manchmal würde man lieber etwas Verrücktes machen, etwas anderes machen, aber es ist auch da spannend. Ich meine, wenn du etwas machst und es passt, gefällt dir allen Leuten, das ist natürlich schon eine rechte Befriedigung. Inspirieren lässt sich der frühere Skibauer praktisch immer und überall. Nicht weit von seinem Zuhause ist ihm zum Beispiel das Wasserreservoir ins Auge gestochen. Wenn wir jetzt da das Gebäude anschauen, das ist wie eine Schaufel von einem Ski, dann geht das so hinterher. Also es hat schon viel von einem Ski. Auch die Höhe, die Länge, das passt eigentlich optimal auf den Ski. Am anderen Tag habe ich schon geschaut, wie man das umsetzen könnte. So schnell kann es gehen, dass Formen und Figuren von der grünen Wiese auch auf der Skipiste anzutreffen sind. Wenn die Ideen nicht ganz so hoch liegen, macht der Rudi gerne eine Ausfahrt mit seinem Jeep. Ja, es ist einfach schön mit einem Jeep unterwegs. Du kommst überall durch und siehst viel mehr, als wenn du mit einem normalen Auto unterwegs bist. Wo es normalerweise nicht mehr weitergeht, dort sucht der Rudi weiter. Heute führt der holprige Weg in einen Steinbruch. Dort fallen dem geübten Auge sofort Inspirationsquellen auf. Die Verformungen von diesen Steinen und die Struktur und die Farbverläufe, das ist sehr interessant. Das Wichtigste sei, immer mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Und auch dann brauche ich immer noch eine Kombination aus Glück und Geduld für eine gute Idee. Du musst Geduld haben und dann noch Glück, dass du es findest. Wenn du etwas erzwingen willst, wird es schwierig. Weil, du musst reinlaufen. Und dann musst du einfach warten, bis du mal siehst. Vielleicht heute nicht, aber das nächste Jahr. Aus dem Steinbruch hat Rudi Arnert auch schon Ideen zurück in die Produktion genommen. Er hat Schiffer in die Skioberfläche verbaut. Natürliche Sachen sind immer von Vorteil, weil sie verständlich sind. Wenn ich hier etwas mache aus Kunststoff, dann sieht es einmal billig aus. Und das kann jeder. Und das war die Schwierigkeit, etwas zu finden, das nicht jeder kann. Und gleich noch funktioniert. Es ist immer wieder zurück zum Funktionieren. Wir dürfen die Ski nicht kaputt machen, indem wir etwas drauf machen, das gar nicht funktioniert oder das nicht vertät. Die Funktion des Ski steht für den ehemaligen Entwicklungs- und Rennsportchef von Stöckli immer noch an oberster Stelle. Auch wenn er sich mittlerweile hauptsächlich ums Optische kümmert. Eigentlich könnte der bald 70-Jährige auch schon seit ein paar Jahren seinen Ruhestand geniessen. Aber die Faszination lässt ihn nicht los und seine Arbeit ist nach wie vor gefragt. Ja, am brutalsten ist, als ich angefangen habe, hat man zwei verschiedene Modelle gehabt, Slalom-Ski, ein Riesen-Ski oder noch einen Touren-Ski zusätzlich. Und die hat man in verschiedenen Farben gemacht. Noch. Und dann hat es eigentlich da. Es gab viel mehr Gruppierungen gegeben, also viel mehr Spezialisierungen hier drin. Und durch das braucht es auch mehr Ski, ein grösseres Sortiment. Das heisst, es gibt auch Arbeit für uns. Mehr Arbeit, das schreckt der Rudi nicht ab. Im Gegenteil. Jahr für Jahr Neues zu erfinden, wo Skifahrer auf der ganzen Welt begeistert, ist für ihn eine erfüllende Aufgabe.
Speziell stolz machen ihn die sportlichen Erfolge von Athletinnen und Athleten mit Stöckli-Ski. Mit dem Erfolg von Marc Odermatt ist natürlich wahnsinnig, wenn man hier auf der Piste sieht, dass er alle Rennen abräumt. Und nachher, wenn man heimkommt und die Schulter geklopft wird, hey, Stöckli, super. Und das ist natürlich schon wahnsinnig. Und auch motivierend weiterzumachen und das Beste zu machen. Irgendwann in Ruhestand zu gehen, kann er sich zwar inzwischen vorstellen, ein Leben ohne den Skisport, aber auf keinen Fall. Jetzt reine pure Leidenschaft und das ist natürlich so spannend, die Skibranche. Und da willst du eigentlich das Leben lang drinnen bleiben.